Guido hier, hallo. Romantic Homicide, ein Stück von David. Wenn ihr am Klavier in entlegene Tonarten wollt, kann ich euch das Stück nur sehr ans Herz legen. Wir sind in Fis-Dur unterwegs, beziehungsweise Ges-Dur, enharmonisch verwechselt, was aufs Gleiche rauskommt. Wir haben tatsächlich 6 Vorzeichen, von F aus gesehen 6 Kreuzchen, Fis-Dur. Und von G aus gesehen 6 B-chen, Ges-Dur. Jedenfalls ist das hier unser Grundton. Und das Stück fängt mit 2 Dur-Akkorden mit großer Septime an. Das Stück geht tatsächlich immer nur zweitaktig hin und her zwischen 2 Harmonien. Das erste ist die Grundharmonie. Das ist ein Fis-Dur mit großer Septime. Die große Septime liegt immer einen Halbton unter dem Grundton. Hier ist der Grundton, also ist die große Septime hier. Und hier bilde ich einfach einen F-Dur-Akkord. Fis-Dur, Entschuldigung. So, wenn ich jetzt in die Subdominante gehe, dann habe ich hier meinen Dur-Akkord und einen Halbton unter dem Grundton liegt die große Septime. Und was mir gleich am Anfang gefällt, auf der Aufnahme macht das eine Gitarre, wir haben immer oben diesen gleichbleibenden Ton. Und der ändert seine Bedeutung, wenn wir unten die Harmonie verändern. Hört mal. Wenn ich den Grundakkord spiele, ist das hier die Terz. Die geht immer auf die Synkopen. Also 1 und 2 und 3 und 4 und. Schöne Rhythmusübung auch. 1 und 2 und 3 und 4 und. Und sehr, sehr zart. Wenn ich jetzt auf den anderen Akkord gehe, wird der gleiche Ton zur großen Septime des Akkordes. Dadurch ist man schon in einer sehr bestimmten Atmosphäre. Melancholisch. Auf jeden Fall interessant. Jetzt zeige ich euch mal die Melodie. Vielleicht gehen wir erst noch kurz die Tonleiter durch. Ich hatte schon gesagt, wir brauchen alle schwarzen Tasten. Das sind 5 verschiedene. Also werden 2 weiße Tasten übrig bleiben, denn eine Tonleiter hat 7 Töne. Die beiden weißen Tasten sind die beiden hier neben den 3 schwarzen Tasten. Man kann sagen, die 3 schwarzen Tasten sind eingerahmt von den beiden weißen hier. Um mehr müsst ihr euch nicht kümmern. Spielt sich sehr schön. Man sollte einfach immer schauen, dass die längeren Finger auf die schwarzen Tasten gehen. Ihr müsst also gar nicht mit dem ersten Finger unbedingt anfangen. Die kurzen Finger, also der Daumen und der kleine Finger, liegen im Grunde perfekt auf den weißen Tasten. Das ist genau die Handform, die ihr hier seht. Lohnt sich also in beiden Händen zunächst die zugrunde liegende Tonleiter ein paar Mal zu spielen. So, wir gehen mal kurz in die Melodie. Wenn das funktioniert, dann könnt ihr ja mal schauen, ob ihr vielleicht mit der linken Hand die vollständigen Akkorde spielen könnt. Das fällt auch unter Voicing. Ihr müsst schauen, dass ihr bei den relativ großen Griffen die vier Töne, gleichmäßig laut hinbekommt. Die Finger sind alle unterschiedlich stark. Wir möchten aber einen ausgewogenen Akkordklang haben. Das ist Übungssache. Und wir wollen natürlich den Anschlag wirklich gleichmäßig haben. Und wenn das läuft, dann probiert. Dann schraubt sich die Melodie noch so ein kleines bisschen höher, immer auf den beiden Akkorden.
kommt dieses In the back of my mind. Man kann darauf natürlich auch improvisieren. Wenn ihr immer nur auf den schwarzen Tasten bleibt, dann kann schon mal gar nichts schief gehen. Viel Spaß damit, macht's gut, ciao.